Was ganz wichtig ist, dass wir einfach gegen außen verstanden werden, so, dass eine Ausgangssperre ist, dass wir nach wie vor arbeiten. Wir arbeiten auch, wenn eine Ausgangssperre ist, mit ihnen bei der Ausgangssperre noch Heizungssanierungen durchführen, mit ihnen Boiler ersetzen, mit ihnen Reparaturen vornehmen. Wenn eine Baustelle eingestellt wird, dann hat das mit uns, der einen Versorgungsauftrag hat, eben nichts zu tun. Und ich glaube, da dürfen wir für das ganze Handwerk reden und sprechen, dass man einfach versteht, wir sind immer da. Auch wenn die letzten Türen geschlossen sind, wir sind auf den Strassen unterwegs, um die Versorgung sicherstellen zu können.